die Stande. Der haben wir auch wie uns. Aber er stand nicht im Ausstellungsraum, weil er halt so groß ist. Weißt du eigentlich, wie viele Trams da in der Station rumfahren? Ja, so 260 bis 270 Trams. Das ist wie viel das sagt ihr? Es sind 15 Linien, es sind pro Linie. So gut bin ich jetzt im Kopf. Niemand. Wir sind hier am Limmerplatz im Verkehrsraum getroffen. Der Kalkiosk, vor allem der Kalkiosk da, ist sehr wichtiger Ort für mich, weil ich da fast bis ganz spät Abend alles einkaufen will, was ich eigentlich brauche. Snacks und Getränke. Und da gibt es auch Powerbanks und alles Mögliche. Da ist halt etwas speziell. Da haben wir einen länglichen Kalkiosk gezeichnet. Weil da ist es quasi wie so ein Bistro und ein Kaffee. Das heisst, es sieht ein bisschen edler aus und ein bisschen schöner. Jetzt der spezielle Urlaub. Oha, schau, der Grund, warum wir das Mimbrand müssen ausstellen. Ja, wie viele hat es denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Mikro-M sind wir auch in der Ausstellung. Und für mich ist das Mikro-M sehr wichtig, weil es symbolisiert halt Mikro. Und meine Familie und ich gehen sehr oft in die Kaffee, weil es einfach eine gute Qualität hat. Und es ist sehr nachhaltig. Das hier ist der Eisvogel, beziehungsweise das Gasol-Lokal. Da wird im Winter eine warme Schokolade verkauft und im Sommer gibt es die beste Klasse von Zürich. Die Klassebecher sind da stellvertretend für die beste Klasse von Zürich. Die kann man halt nicht so in den Umstellungsraum rein tun, weil die wäre schon längst weg. Die Schokolade hier, die sind auch im Museum, im Museumsshop zu kaufen und sie sind auch in der Sammlung vom Museum. Wenn ich mal beim Röntgenplatz bin, dann ist es meistens im Coop. Ich komme schon recht oft hier vorbei, weil ich in die Bibliothek muss. Das ist auch noch gut. Jetzt sind so einen riesigen Weihnachtsbaum aufgestellt. Was wünschen Sie euch auf Weihnachten? Ich hoffe, ich wünsche mir eine Arlampe. Haben Sie schon gewusst, dass da früher mal der Zug durchgefahren ist, was wir doch noch nicht gegeben hat? Dann hat es da auch sozusagen den Wagen. Ist dann also auf einem 5 Meter hohen Damm durchgefahren zum Steigiger zu finden. Steigig? Ja, richtig Wipking, ja. Aha, so. Es ist natürlich ein Abfallhai. Der heisst, glaube ich, so, weil er recht ähnlich wie ein Haifisch aussieht. Und wir haben den in unsere Ausstellung reingenommen, weil man halt ihn einfach überall sieht und weil er so einen coolen Namen hat. Ich glaube, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, wir haben ja die Eistee ja in der Ausstellung gesucht. Dann haben wir gesagt, wir können mal probieren, weil es der Beste ist. Schon sehr künstlich. Ja, schon ein bisschen. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Mach wohl, mach wohl. Das ist was für ein Geschmack? Das ist Grüntee. Ja, den finde ich schon besser. Schau mal den Turm, warum hat er so komische Löcher ganz oben? Ich glaube, dort oben rechts waren die Falken. Ah, was? Ob es jetzt noch geht, weiß ich nicht. Müssen wir mal nachschauen. Ja. Auf jeden Fall finde ich jetzt cool, dass ein Leuchtturm von Zürich genannt wird mit diesen Farben. Wir sind jetzt auf der Rosensaison. Ich bin jeweils im Sommer da. Es sind hier Leute, die Volleyball spielen, sehr oft. Und da auf der Wiese sind jeweils sehr viele Leute von Sünenwert und Böllenspielwert, Fußball. Dort hinten hat es auch noch
ein Spielplatz für kleinere Kinder. Dort sind auch so Schulen unterwegs. Ja, dort ist Kiosk. Dort gibt es auch Sirup und Öffnung für gratis für Kinder. Gratis. Wir hatten früher noch mal Abfall heimgebracht, das kann man jetzt aber gar nicht mehr. Weil alle durch neue Adapter designen, aber das sind jetzt auch neuere Generationen, die gerade recycelt und man kann PET, alle Abfall. Dann sehen wir dort hinten noch den Crime Tower und es sind ganz viele Baustellen da umeinander. Crime. Der Bank, die du gebaut hast, in unserer Ausstellung hat. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, eine Baustellenbank zu bauen? Erstens habe ich immer und überall die Materialien, die rot-weißen Platten gesehen. Und zweitens habe ich dann mehrmals überlegt, wie wir ein Bänkchen bauen können, aus was und wie das könnte aussehen. Und dann ist die Idee bei mir dazu. Hast du auch einen anderen Beruf als Baustellenbänkchenbauer? Ja, ich habe eine Lehre gemacht als Konstrukteur und dann eine Schule besucht, die heisst Industrial Design. Und heute ist mein Beruf Produktgestalter. Wenn du dir mal überlegst, eigentlich alles, was von Menschen gemacht wird, hat sich mal überlegt, wie das gemacht wird. Wir haben ChatGPT gefragt, ob es eine spannende Frage gibt, die wir dir stellen können im Interview. Welche zentrale Eigenschaft siehst du als Schlüssel zu deinem künstlerischen Erfolg? Ich glaube, das ist die Freude. Weil wenn ich Freude habe an dem, was ich mache, dann ist die Chance groß, dass andere Menschen auch Freude an dem haben. Also. Warum da der Prime Tower? Der höchste Prime Tower? 126 Meter ist er hoch. Ich glaube, das ist mal das höchste Gebäude von der Schweiz. Oh, was? Was ist jetzt denn das höchste? Ich glaube, das Wasser so reis. Also ich finde es halt ein zündiger Ort, weil die Hardbrook halt ein Ort ist, wo Leute vom Kreis 4 in Kreis 5 kommen. Und das ist einer von der wenigen Verbindungsorte vom Kreis 5 und vom Kreis 4. Habe ich schon mal das Graffiti da oben bemerkt? Ist mir noch nicht aufgefallen, dass es da ist. Ja, ich frage mich auch, ist es illegal oder ist es da rausgekommen? Das ist sicher extra eine gesprayt worden. Meinst du? Ja, das ist gar nicht gesprayt worden. Ich glaube, das ist sogar mit Pinsel und so. Du kannst ja da auf das Dach wahrscheinlich hochklettern. Ja, aber dann kletterst du auf das Dach und machst du so eine Stunde an dem Zeug da rum. Ja. Wir sind im Sportzentrum Lüse, auch das alte Gebäude von der Wäscherei. Ich kann auch auf dem Turnen und wenn es langweilig ist, es sind auch Aktivitäten, die meine Freundinnen machen und nicht so. Es ist gratis, es gibt einen großen Fußballplatz. Dann ein Ring, wo man sich so dran hängen kann. Ja, und dann gibt es halt auch noch so für die Größeren, so Krafttraining und so. Ja. Boxen. Das ist da wieder ein Z-Way. Von uns wird das auch Trap House genannt. Ich weiss, dass da am Abend wird es zu einer Bar, zu einem Restaurant. Und oben gibt es so Mieträume, wo man für verschiedene Anlässe kann mieten kann. Und da gibt es auch so Partys und so. Und ganz, ganz komische Sachen. Da ist sehr farbenfroh, weil man da eine offene Stelle hat für Graffiti-Künstler. Und es hat auch sehr viele Skater-Rampen. Ich bin früher da selber mit meinen Kollegen durchs Skaten gekommen. Und manchmal stand ich da noch an die Wand spritzen, zum Beispiel im Steigungs- oder da vorne an dieser Wand. Da ist es aber nicht. Das ist, wir nennen es immer Negrelli-Spot. Ein
Und da kommen halt verschiedene Leute hin, dass man einfach so ein bisschen ihr Gärtchen betreiben und da kann auch jeder machen, eigentlich anbauen, was er will. Für die Öffentlichkeit. Dort ist ein pinker Rutschi. Cool, voller Wasser. Franzeküche. Sí, el conejito de chocolate. Creo que no lo voy a perder. Está escapando de mí. Sebastián, pero sin Matilde.